Hallo und herzlich willkommen bei Starfield. Endlich ist es soweit, wir können loslegen. Und das tun wir auch direkt. Ich habe gerade schon mal ganz kurz 5, 6 Minuten, vielleicht 10, in das Spiel reingeschaut, um die Einstellung vorzunehmen für Audio- und Grafikeinstellung und so weiter. Wir spielen auf dem PC, 4K, warte, ich habe auch irgendwo, hier, da ist die Maus, habe aber auch ein Gamepad angeschlossen für weichere, sanftere, entspanntere Bewegungen werde ich das oft nutzen. Wenn wir so irgendwo unterwegs ein bisschen rumlaufen und uns ein paar Sachen angucken, wenn wir rumballern und so weiter, greife ich auf Maus und Tastatur zurück. Das geht nahtlos ineinander über. Und das Gamepad, was ich angeschlossen habe, ist ironischerweise ein PS4-Gamepad. Funktioniert ohne Probleme. Ganz easy. Ist auch die Steam-Version. Also von der Seite her gibt es hier schon mal kein Problem. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Noch eine Sache vorweg. Ich weiß, das ist immer eine Sache, die wird gern gemacht, ab und zu, und da ist aber niemand Freund von, deswegen direkt der Hinweis, bitte, bitte kein Backseat-Gaming. So ein Spiel wie Starfield, ähnlich wie Skyrim, Fallout, was weiß ich, gibt tausend andere Spiele, in denen man so viele Freiheiten hat, so viele Dinge machen kann, auf so viele verschiedene Arten und Weisen, da macht das jeder anders. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger, der andere guckt sich in den Städten mehr um, der andere in der Höhle mehr, der andere baut lieber oder. Von daher, wir werden die Geschichte hier ganz entspannt angehen, uns auf alles einlassen und einfach einen schönen ersten gemeinsamen Durchlauf hier im 100% Run mal schauen, erleben. Ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und ich kenne, wie gesagt, nur die ersten 5 Minuten vom Spiel. Mehr habe ich mir selber noch nicht vorweggenommen. Und dann legen wir los. Ich würde auch sagen, ich habe in den Einstellungen, wir können mal kurz reingehen im Gameplay, ich habe die Schwierigkeit erstmal auf sehr schwer gestellt, weil ich habe es gern ein bisschen schwieriger. Dann fühle ich mich auf eine positive Art und Weise mehr gezwungen, mich besser oder noch mehr mit dem Spiel und mit den Mechaniken, die es gibt, oder die einem zur Verfügung stellen, auseinanderzusetzen. Ja, neues Spiel starten. Genau, deswegen, ich habe es jetzt erstmal auf sehr schwer gestellt, ob wir damit überhaupt irgendwie gut zurechtkommen. Das werden wir dann sehen. Wenn es gar nicht funktioniert am Anfang, gehe ich eine Stufe zurück, zwei, je nachdem, wie es läuft. Wenn wir gar nicht vorwärts kommen, dann schraube ich das natürlich zurück. Datum 7. Mai 2330. Argus Extractors Mining Außenposten, Mond von Vectera. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Jetzt. Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Ja, schöne Teamchemie. Ah, endlich. Die frische Luft eines neuen Spiels. Gut, dauert noch. Wir befinden uns okay. Aktuell in irgendeiner Höhle. Lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein
Ist hier noch ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir hier auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha, Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dustys? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo! Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! So, ich lasse ihn mal kurz vorlaufen. Ich möchte mich hier ein bisschen umschauen. Ich weiß nicht, ob wir dann nachher noch Zeit für haben. Natürlich so die ersten Minuten, Stunden, Tutorial wird einem viel erklärt und so weiter. Ich weiß gar nicht, kann ich hier schon irgendwas machen? Es gibt auch, wenn ich hier Start drücke, es gibt einen Fotomodus. Und im Hauptmenü haben wir es vorhin schon gesehen, auch eine Fotogalerie. Und ja, ich schaue mir gerne so Details an. Aber ich denke, wir haben da später noch genug Zeit. Wir folgen erstmal. Auf jeden Fall schon mal sehr cool gemacht. Hier unten, das gefällt mir, die ganzen Bohrmaschinen, die ganzen Laser, die in der Hand haben. Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. Ich hätte gern das Ding. Metallvorkommen. Jo. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Ja, alles klar. Kann ich nicht mit dem Ding ein bisschen rumbohren? Mann, na gut. Okay, dann schnappen wir uns mal den Cutter. Ah ja, was war da gerade noch? Okay. Cutter, Energie 4, nehme ich an, bedeutet das. Aha. Feuerrate 76, Distanz 3, Präzision 76. Das sind auch so Sachen, die möchte ich mir alle direkt eigentlich anschauen. Wenn da irgendwas Neues, irgendwelche Menüs oder so kommen, da muss man immer erstmal komplett drüber schauen, was man damit so anstellen kann und was einem für Infos gegeben werden. Eine schwere Waffe. So, her damit. RT, um zu feuern. Ist ein Bethesda-Game. Könnte gehen, wenn ich jetzt abdrücke. Mal, brauchst du den zweiten Arm? Achso, ich werde auch das... Kann ich irgendwie... Ach nee, das Licht hat er jetzt automatisch eingeschaltet. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Ich will nur mal kurz auf Maus und Tastatur umschwenken. Da ist nämlich das Problem, da rennt er direkt und mit dem Gamepad, das ist immer schön. Da kann ich natürlich, wenn ich voll durchdrücke, auch rennen, aber ich kann auch langsam laufen. Und dann gibt es aber auf der Maus Tastatur doch eigentlich auch immer. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Ja, ja, ist ja gut. Ja, wie gesagt, ich switch da immer mal hin und her, so wie ich Bock habe. Und ey, Finger weg, das sind meine. So, was hatten wir da gerade bekommen? Rechts oben tauchte da was auf, hab's aber nicht gesehen. Beryllium. Ah, sehr schön. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Okay. Nochmal Beryllium. Und wahrscheinlich... Hups. Die sind soweit. Komm wieder zurück. Nochmal. Also ich kann hier, wenn ich den rechten Trigger reindrücke, habe ich anscheinend so eine sekundäre Attacke. So ein muss mal kurz gucken, wie man das auf Maus Tastatur aktiviert. Bin ich froh, wenn wir hier weg sind. Ah, okay. F oder sowas? Oder E oder R? Q? Q ist... Ah ja, guck mal. Weil nachher fürs Schießen, da wechsle ich auf jeden Fall auf Maus-Tastatur. Das gebe ich mir nicht mit dem Gamepad. X, C, V. V. Okay, V ist... Los, es ist V klar. Für Schlag. Du kommst mit mir.
erstmal angucken, wie die sich das hier so vorgestellt haben. Und dann kann ich ja später selber nochmal manuell so ein bisschen was einstellen, was so die Steuerung angeht. Achso, ich dachte, hier explodiert was, weil hier gerade einer runtergezählt hat. Oh. Die Scanner melden einen sauberen Bruch. Schalte ab. Los geht's. Weiter. Hella, die Werte. Ja, was das angeht. Problem? Nur, wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie, hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Hey, guck nicht mich an. Mein Job ist erledigt. Okay, na dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Waffe irgendwie wegpacken kann. Ach ja, doch, LB halten. Was ist das? L für Taschenlampe? Ne, F, okay. Ja, wenn die Tutorials kommen, muss ich immer mal kurz, dass ich es für beide Eingabegeräte drin habe. Ich mach mal wieder an. Ach, guck mal. Kann ich doch direkt nochmal was mitnehmen? Was ich vorhin noch erwähnen wollte, ich werde versuchen, wann immer es geht, das Spiel in Ego-Perspektive zu spielen. Kann es auch in Third-Person spielen, bin ich aber kein großer Freund von. Auch Raumschiffkämpfe werde ich, wenn es auch wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlicher ist, aber es ist für mich viel immersiver, alles aus der Ego-Perspektive oder dann aus der Cockpit-Perspektive. Die Werte sind immer noch komisch, aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Zu spielen. Ja, ich bin gespannt, wie sich der Schwierigkeitsgrad auswirkt. Ich denke, die Gegner werden einfach viel mehr Leben und so weiter haben. Siehst du irgendwas? Und mehr Schaden austeilen. Ja, ich sehe was. Ihr könntet ja mal mitkommen, die 50 Meter, die ich jetzt gelaufen bin. Das kann man nicht abbauen. Kelomid-Vorkommen? Zelomid-Vorkommen? Keine Ahnung. Ja, das nehme ich mal mit. Ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? So, Charaktererstellung. Ja, sehr schön. Ich bin da... Was haben wir denn hier? Es gibt ja verschiedene... Ich halte mich da nicht so lange auf, weil mir das relativ egal ist. Und wenn mir so eine Voreinstellung gefällt, nehme ich das in der Regel auch. Und passe vielleicht nur die Haare an auf kurzes Haar, weil ich selber kurzes Haar habe.
Wir können ja mal durchgucken, was es so gibt. Denn dadurch, dass ich eh in Ego-Perspektive rumrenne, sehe ich selber nicht so sehr. Ja, hier in 150 Jahren jünger, das wäre das Richtige. Das ist nicht so weit entfernt. Auch die Geheimratsecken, das kommt erstaunlich nah ran. Ist ja witzig, okay. Ja. Dann nehmen wir die Person Unterlage 29. So, dünn, muskulös. Was? Achso, ich muss es erst auswählen, okay. Ah ja, guck mal. Schwer. Das haut er nicht hin. Geht er so ein bisschen in die Richtung. Keine Ahnung. So, Körpertyp 2. Ach so. Ach so, so würde ich als Frau aussehen. Auch nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Okay. So, Hautfarbe, ja. Passt. Nochmal Hautfarbe. Ich würde gerne diese blöde Narbe da rausbekommen. Kopfform. Ich lasse das alles so. Haare. Er ist zu viel. So viel habe ich nicht mehr. Also es ist eine Mischung zwischen dem und dem. Eher Richtung dem, aber nicht ganz so weit nach hinten. Ich lasse es mal so. Es kommt wirklich nah ran. Auch von der Haarfarbe und so weiter. Ist das gar nicht so verkehrt. Warte mal. Augenfarbe habe ich aber eher so ein... Ja, blau nicht. Also grau, also ein versifftes Grau. Nee, grauen Stahl habe ich nicht, das meine ich nicht. Ja, keine Ahnung. So, Augenbrauen. Eher so, glaube ich. Ja. Stirn, ja, Stirn habe ich. Was gibt's da? Oh. Was ist denn da der Unterschied? Keine Ahnung, geht schon. Nase ist da. Da ist meine ein bisschen buckliger. Ist gar nicht. Boah. Ohren? Oh ja. Leute haben es vielleicht mitbekommen bei mir auf dem Kanal. Da kann ich beide separat anpassen. Man kann das ja im Spiel später noch ändern. Also irgendwas am Aussehen. Ja, keine Ahnung. Wangen, ja, Wangen habe ich auch. Mund ist auch da. Können wir so lassen. Zähne, ja, wenigstens drei wären nicht schlecht. Kiefer auch gut, fantastisch. Fürs zum Essen optimal, wenn du einen Kiefer hast. Schmuck? Nee, Schmuck mag ich nicht im Gesicht. So, Hintergrund, gucken wir doch mal. Wie viel kann man eins wählen, oder? Ach ja, Merkmale dann drei. Ah ja, okay, und Hintergrund 1. Bestienjäger. In den besiedelten Systemen wimmelt es von feindseligen Lebensformen, von den Ashtar auf Aquila, bis zu den Terromorphs hast du gelernt, diese zu jagen und zu erlegen. Fitness, okay, das wertvollste Gut im Weltraum ist der Sauerstoff. Die verbesserte Lungenkapazität, die man durch regelmäßiges Fitnesstraining entwickelt, ist überlebenswichtig. Ballistik, jahrhundertelange Konflikte haben gezeigt, wenn es darum geht, Gefahren zu beseitigen, kann kaum etwas mit der zuverlässigen Kraft von Hochgeschwindigkeitsgeschossen mithalten. Gastronomie. Zugang zu brandneuen Welten bedeutet auch Zugang zu brandneuen Zutaten. Und ein talentierter Koch kann aus nahezu allem köstliche Nahrung und erfrischende Getränke herstellen. Bildhauer. Aha. Mit deinem anatomischen Wissen und deinen ruhigen Händen hättest du auch Chirurg werden können. Nee. Stattdessen hast du auf dein Herz gehört und fantastische Kunstwerke erschaffen. Aha. Das ist ja mal eine Kombi. Nur durch Fortschritte in der medizinischen Ausbildung und Technologie kann die Menschheit den vielen Gefahren in der Galaxie trotzen. Medizin war das, Geologie. Neu entdeckte Mineralien, die auf Xenoplaneten und Monden abgebaut werden, haben direkt zu unglaublichen technologischen Fortschritten geführt. Überzeugung, in den besiedelten Gebieten, System, erreicht man durch die Fähigkeit, genau zuzuhören und gekonnt zu diskutieren, oft mehr als durch
Einfaches erst schießen, dann fragen. Cyberrunner. Ich lese mal so ein bisschen quer. Schleichen. Dateifehler. Oh, das klingt gut. Durch einen aktiven Lebensstil und eine gesunde Ernährung kann man sein allgemeines Wohlbefinden und sogar seine Lebenserwartung steigern. Mhm. Ballistik. Jahrhundertelange Konflikte haben gezeigt, wenn es darum geht, Gefahren zu beseitigen, kann kaum etwas mit der zuverlässigen Kraft von Hochgeschwindigkeitsgeschossen mithalten. Also Nahkämpfer möchte ich nicht spielen. Schon eher rumballern. Entdecker. Oh, das hört sich gut an. Persönliche Laserwaffen sind in dem besiedelten System weit verbreitet. Durch eine spezialisierte Ausbildung kann ihre Effektivität stark gesteigert werden. Aha. Astrodynamik. Fortgeschrittene Technologie ist das eine, aber Geschick, Geduld und ein bisschen Liebe sind nötig, um noch mehr Leistung aus dem Graf-Antrieb eines Schiffes herauszukitzeln. Analyse der Menschheit liegen nun zahllose außerirdische Welten offen und es ist unentbehrlich, all diese Daten von der Oberfläche zu entziffern, ausentziffern zu können. Hm. Oh, Frachtflieger, auch nicht schlecht. Aha, ich gucke jetzt mal so ein bisschen einfach nur drüber. Alles vorlesen ist hier ein bisschen. Ballistische Waffensysteme. Gangster, nö. Industrieller. Ich nehme mal das, worauf ich Bock hätte. Türsteher, Xenobiologe. Nee, Boxen nicht. Soldat, nee. Schurke. Sanitäter. Ronen, Nahkampf, Schleichen, Plündern. Ja, Nahkampf möchte ich ja nicht. Sonst fände ich das nicht so verkehrt. Plündern ist immer gut. Pilger. Boostpack-Training, aha. Dank Spezialtraining und innovativen in puncto persönlicher Mobilitätssystem ist nun eine freie Erkundung fremder Welten möglich. Naja. Das sind auch nur die Startskills. Ne? Am Ende nach 30 Stunden interessiert das wahrscheinlich kein Schwein mehr. Ich glaube, ich nehme einfach den Entdecker. Ich finde das schön. Ich habe das in Elite Dangerous gemocht. Das habe ich sehr viel gespielt. Wirklich sehr viel. Da nehme ich einfach den Entdecker. Man kann nur eins nehmen. Ne? Wenn ich jetzt das nehme, dann switcht das runter. Gut, Merkmale. Gucken wir da nochmal rein. Alien-DNA. Arbeitgeber. Was macht denn Alien-DNA? Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet, das Alien- und Menschen-DNA vereint. Deswegen der dritte Arm hier am Rücken, okay? Darum startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff, allerdings sind Teil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Wir müssen so ein bisschen an Schwierigkeitsgrad denken. Arbeitgeber, hast du deine Crew für ein bestimmtes Schiffssystem ausgebildet? Repariert sich dieses System gelegentlich vollständig, wenn es zu weniger als 50% beschädigt ist? Im Gegenzug kostet es doppelt so viel, Crewmitglieder anzuheuern. Nee. Geld ist rar im Weltraum. Das, was wir kriegen, bleibt in unserem persönlichen Tresor. Aufgeklärt, erzogen. Nö. Empath? Das kommt ganz auf die Person drauf an. Extrovertiert? Du bist ein geselliger Typ. Bist du mit menschlichen Begleitern unterwegs, verbrauchst du weniger Sauerstoff. Bist du alleine, verbrauchst du mehr. Kann nicht mit introvertiert kombiniert werden. Das wäre eine geile Kombi. Extrovertiert, aber introvertiert. Oder introvertiert, aber auch gleichzeitig extrovertiert. Das wäre eine tolle... Okay, schön. Ging, glaube ich, bei die Sims auch immer nicht, dass man die beiden kombiniert. Freestar Collective Siedler. Aha. Einige Missionen der Fraktion Freestar Collective weisen zusätzliche Dialogoptionen und bessere Belohnung auf. Bei Verbrechen setzen andere Fraktionen aber ein stark erhöhtes Kopfgeld aus. Gesucht. Heldenverehrung. Das hat immer einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Man muss da nichts nehmen, man kann das auch ohne spielen. Aber ich würde einfach was nehmen. Ach hier, Heldenverehrung. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan, das kennt man aus Oblivion, kennt man auch schon aus dieser 45-Minuten-Preso, die es da mal gab, vor dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Ich finde das nicht verkehrt, auch wenn das vielleicht ein bisschen nervig ist, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen amüsant nervig vielleicht, auf eine ganz absurde Art und Weise.
Also das, ich nehme das schon mal rein, weil wir gerade noch gar nichts haben. Alleine, um diesen komischen Fender irgendwo mal aufzugabeln. In Gothic 1 gab es auch so einen Typen, der da ewig durchs Lager und überall hinterhergerannt ist. Ne? In den UC geboren. Was ist UC? Ach hier. Einige Missionen der Fraktion United Colonies. Okay, ja, weitere Dialogoptionen, bessere Belohnung. Hm. Kinderkram. Deinen Eltern geht es gut, du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Okay. 2% von nichts ist nicht viel. Wir können unsere Eltern zu Hause besuchen, das finde ich gut. Vor allem jede Woche gibt es eine Tage, Woche, da gab es ja immer in den Spielen, fällt mir ein. Auch wenn das immer eine komische Zeitrechnung war mit, keine Ahnung, weiß ich nicht, nach König Septim, dem 48. im hochgeborenen Tag 59, keine Ahnung, Monat 18, irgendwie so. Gibt es das hier mit Sicherheit auch. In Soltagen wird da wahrscheinlich gerechnet. Wir nehmen mal Kinderkram noch, finde ich ganz witzig. Neonstraßenratte. Was? Schlangenumarmung. Ach so. Du bist im Glauben an die große Schlange aufgewachsen. Kraftsprünge verleihen deiner Gesundheit und deinem Sauerstoff einen vorübergehenden Schub. Ach, meinen die mit Kraftsprünge das Jetpack oder was? Ich dachte, damit meinen die Gravitationssprünge mit dem Raumschiff, weil das vorhin so klang. Oder sind das beides Kraftsprünge, einmal für mich und einmal fürs Raumschiff? Ja, also auf so religiösen Kram habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Hier im Spiel. Terra Firma. Du hast dich nie ans Weltall gewöhnt. Gesundheit und Sauerstoff sind am Boden erhöht, im Weltall jedoch verringert. Traumhaus. Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek bei der Gallbank 125.000 Credits, die du... Und die muss wöchentlich gezahlt werden. Okay, da geht das Geld schon mal fürs Haus und für die Eltern drauf. Ja, sowas finde ich immer ganz cool. Aber jetzt ist die Frage, kann man das auch so im Spiel dann erreichen? Universell erzogen. Du bist als Mitglied des Sanctum-Universum aufgewachsen. Aha, du erhältst im Sanctum-Universum New Atlantis Zugriff auf eine Spezialkiste voller Items, verlierst aber den Zugriff auf die Haus der Aufklärung Kiste. Ja, weiß ich nicht. Ja, nee, Weltraum, das machen wir nicht. Hier oben war doch irgendwas. Boah, hier, wenn ich jetzt wüsste, wie viel weniger Heil- und Nahrungsitems wirksam sind. Wir haben dafür mehr, oder wie viel mehr Gesundheit und Sauerstoff man bekommt. Nachher hat man, weiß ich nicht, 10% mehr Gesundheit, 10% mehr Sauerstoff. Allerdings bringen die Heil- und Nahrungsmittel-Items 25% weniger oder so. Keine Ahnung. Ich finde es aber spannend, dass es nicht da steht. Empath. Ich finde Alien-DNA eigentlich nicht so doof. Ich denke, man wird genügend Heil- und Nahrungsmittel finden. Und wenn das so wie in den anderen Bethesda-Spielen ist, wenn du ins Menü gehst und nicht heilst, dann pausiert es. Und wenn ich irgendwann genug Heil- und Nahrungsmittel habe, dann ist egal, dann fresse ich halt 3 Stück mehr oder so. Ich nehme mal Alien-DNA, weil ich es einfach ganz cool finde, dass uns da, naja, die Sonde begattet hat. So, sehr schön. Alien-DNA, Heldenverehrung und Kinderkram. Ich finde das lustig mit unseren Eltern, da habe ich Bock drauf. So, dann ja, würde ich sagen, kann es losgehen. Können uns nochmal drehen. Ja, warte mal, jetzt muss ich gucken. Charakter, das. So, Name. Ich nenne mich so, wie ich im echten Spiel heiße, Reik. So. Und dann? Los geht's. In deinem Lebenslauf stand was von Weltraumerkundung.
Ist ohne Schiff bisschen schwierig, oder? Ja, ja. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Oh, wir können antworten. Es gab so ein Licht und Musik. Es war unglaublich wie ein Traum oder eine Vision. Ja. Ich weiß nichts mehr, nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Tja, das ist immer die Frage, ne? Wie aufgeschlossen sind die gegenüber solchen Dingen, wenn man sowas erzählt? Natürlich denkt man erstmal, ja komm, du hast irgendwie hast was auf den Kopf gekriegt und hey, dann irgendwie. Sag was! Oha! Ich bin neu! Oder halten die einen für bescheuert oder glauben die einem was? Ich weiß nichts mehr, nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Was ist das für ein Ding? Unser Zahltag. Je eher wir das Ding los sind, desto eher ist es nicht mehr unser Problem. Ich erzähl's dir einfach mal. Warum lügen? Nö, finde ich doof. Ich sag dir das jetzt. So war's. Ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Nee, hatte ich schon. Geht sicher gleich wieder. Viel wichtiger ist, wir haben, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn man vom Teufel spricht... So, hier, Perspektive ändern. Gut, haben wir das auch mal gemacht. Ist mir egal. Ich bleibe in der Ego-Perspektive. Nimm das seltsame Objekt. Ja, die hat das Ding in der Hand. Ey, das hab ich aber. Wir haben, ne? Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdecker-Trupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn doch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl wow, nicht. Oh, du siehst nicht gut aus. Bitte was? Bitte was? Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? Ja. Du siehst nicht gut aus. Danke. Weiß ich selber. So. Ja, ich wollte dir nicht direkt hinterherlaufen, weil ich immer denke, ich verpasse hier was. Ich möchte mich doch ein bisschen umschauen. Ich muss aber sagen, rein fürs Umschauen muss ich mal die... Ah, hier, Menü. Guck mal, da können wir direkt mal reingucken. System. Ja, hier. Sehr schön speichern. Gut, ist auch F5. Ja, sehr gut. F5 Quick Save. Save. Fantastisch. Muss man gerade noch mal ein bisschen rumgucken. Denn. Ach, der Fotomodus. Den schauen wir uns gleich mal an. Die Steuerung mit dem Gamepad. Da würde ich gern. Ist das jetzt Gamepad-Steuerung oder ist es Controller-Blickempfindlichkeit? Muss ich mal ein bisschen runternehmen. Ja, so ist besser. Ich möchte mich ja langsam drehen und nicht die ganze Zeit so... Außer beim Kämpfen dann. Oh! Ach, guck mal! Ja, man kann wieder jeden Scheiß mitnehmen. Ganz so krass werde ich es nicht machen. Ich will nur meine Schicht überstehen. Ja, schön. Ja, sieht ja auch nach einer harten Arbeit aus, ne? Was hast du denn da? Space Porn? So, Schaumstoffbecher. Also jeden Kram werde ich natürlich nicht mitnehmen, sondern eher das, was irgendwie, was ich halt sinnvoll erachte. Was? Ich arbeite. Den Schreibtischglobus zum Beispiel, den finde ich gut. Aber ich glaube, klauen kommt hier nicht gut an. Colonists wanted. Das sind immer die vielen Details in den Bethesda-Spielen, die so cool sind, ne? Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Kein Interesse. Egal was. Immer schön den Raumanzug reinigen nach der Benutzung. Papiertücher. Ja, noch nicht. Kann ich auch wieder, wenn ich
ich mach mal kurz A gedrückt halte. Ah ja. Na? Ah, okay. Hast du nicht irgendwas zu tun? Alles okay? Okay, das klingt ganz gut. So? Red Harvest Weiß. Weißbrot. Ruhe da links. Weißbrot von Red Harvest. Hergestellt unter Verwendung der patentierten Gentechnologie des Unternehmens. Ich sag nicht, lass mich doch in Ruhe. Aber schön, dass man wieder alles, ne, wenn man gedrückt hält, kann man es in die Hand nehmen. Und man konnte doch auch irgendwie. Wie konnte man denn die Sachen drehen? Ach hier. Gut, dass Hella neulich auf dem ersten R2, L2 kann ich so ich drehen. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Aber wie geil das aussieht, ne? Auch die Verpackung ringsrum. Und auf dem Digipad, da macht er mir das auf. Das will ich aber nicht. Es muss auch noch eine Möglichkeit geben, die nicht nur vertikal, alles sondern okay. Auch horizontal zu drehen. Aber ich weiß jetzt Kaffee nicht. Oder so? Irgendwo habe ich was. Okay, das... Ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Oh Mann. Okay, hier die Grundrechte. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Sprudelwasser. Ist angeblich der letzte Job. Regeneriert 2 Gesundheit. Aktionen verbrauchen 16% weniger O2 für 3 Minuten. Was bin ich froh, ah ja, okay. Wenn wir hier weg sind. Ich will nur meine Schicht überstehen. Wenn ich Viereck drücke oder X auf dem, je nach Gamepad, ne, dann wirft er das weg so ein bisschen. Zack. Ich guck mal, was die anderen Tasten machen. Ach, hier. Das ist, okay, das ist Steuerung und Kreis, beziehungsweise was ist B oder so auf dem Xbox-Pad. Da kniet man sich hin. Dreieck, Leertaste, springen. Aber ich habe leider... Oh. Huch, Entschuldigung. Huch, wie hat er... Huch, jetzt... Wie hat er den denn jetzt ausgepackt? Aha. Okay. Das wollte ich jetzt gar nicht. Guck mal. Huch, Entschuldigung. Kann man hier so... Was? Fliegen leider nicht weg. Gut, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war, ha? Okay, also die Physik gefällt mir schon mal wieder. Kann da sehr viel Blödsinn mit anstellen. Wie kann man denn auf dem Gamepad die Waffe wegstecken? Das verstehe ich nicht. Da muss ich hier irgendwo irgendeine Taste halten? Oder? Ich weiß gerade nicht mal, wie ich die vorgeholt habe. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da muss ich mal fix schauen. Moment, das machen wir mal. Steuerung. Tastenbelegung, nehmen wir doch mal lieber das. Waffe nachladen. Ach so, okay, ja gut. Viereck halten, beziehungsweise X. Oder das ist vermutlich... Auf der Tastatur ist es R oder R gedrückt halten zum Wegstecken. Sehr gut, das wird nachher wichtig. Und was wir auch mal probieren wollten, ist hier der Fotomodus. Wie gesagt, ich hetze hier nicht durch, ne? Wir gucken uns alle schön an. Wie er uns anguckt, er vertraut uns, glaube ich, noch nicht so. Aber das hier vorne war ganz cool, ne? Als sich die Dinger bewegt haben, als wir durch sind. Okay, A macht ein Bild. Hast dann natürlich auch noch hier Selfie. Toll. Mein erster Tag. Hab nur 2 Stunden geschlafen. Ach je. Moment. Also, das ist schon ganz cool, weil... Okay. Da
okay, Wahnsinn. Ja, gut, also Fotomodus, ne, man kennt es aus anderen Spielen, da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? So, pass auf. Ah, geht sogar. Aber ich weiß leider nicht, wie kann ich denn das mit Maus und Tastatur handhaben, die Dinger zu drehen? Ah ja, rechte Maustaste dreht das einfach. Huch. Okay, mittlere Maustaste reindrücken ist Kamerawechsel. Ah ja, mit E lasse ich es fallen, mit E nehme ich es auf, ja, schon klar. Und mit F. Q war das Menü? Lynn scheint dich zu mögen. Ah ja, R ist dann wegschießen. Okay. Sie muss es wissen. Ja, ja, sie muss es wissen. Boah, kannst du alles mitnehmen. Wahnsinn, ne? Aber, wie gesagt, muss jetzt hier nicht schon irgendwas klauen. Kann man hier auch überall reinschauen? Nee, das geht nicht. Oh, das sieht aber gut aus. Eine Geodenskulptur. Ja, wenn uns was gefällt, wir brauchen das dann später mal für unsere eigene Siedlung, unser Zuhause, was auch immer. Dann besorgen wir uns das natürlich irgendwo her. Eine Zitrone. Du passt gut dazu, okay? Meiner können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Mhm. Kästchen mit Erde. Wow. Das ist ein tolles Geschenk. Wenn ihr noch nichts für Weihnachten habt, für eure Liebsten, dann... Oh, die Schichten kommen mir immer länger vor. Argos will wieder Credits sparen. Ja, dann so ein Kästchen mit Erde. Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argos Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Hella alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Felsen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Ja, geil. Schön gemacht, dieses Abspielgerät. Ein bisschen Retro-Vibes. Gefällt mir. Und ich denke aber, liebe Lynn, das solltest du ja nicht so rumliegen lassen, wenn die anderen 3 Spezialisten, die hier rumsitzen und arbeiten, das hören, dann werden die vielleicht auch so ein bisschen hellhörig. Aber schöne Info, gefällt mir. So, okay. Wir gehen gleich weiter. Wir schauen uns hier mal im Menü noch ein bisschen um. So, was haben wir denn? Wir fangen mal links oben an. Okay, da ist die Sternenkarte. Wir befinden uns auf Vectera. Ja. Fragezeichen. Okay. Da links, was haben wir denn da? Vectera, Mond von Anselon. Analyse 80%, Typ, Fels, Schwerkraft ein bisschen weniger als bei uns. Temperatur extrem kalt, Atmosphäre dünn, CO2. Magnetosphäre schwach, Fauna und Flora keine, Wasser sicher. Was heißt denn Wasser sicher? Eis wahrscheinlich, wenn es hier so kalt ist, oder was? Okay. Da unten könnte ich noch auf die Mission zugreifen. Du kannst bestimmen, welche Quest du in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Ziel, da steht Zeile, deiner aktiven Quest navigieren. Gut. Okay, Hauptnebenquest. Natürlich haben wir da noch nicht so viel, aber da wird noch viel dazukommen. Ich freue mich sehr drauf, gerade auf die Nebenquests. Die waren den anderen Bethesda-Spielen auch immer so toll. Und vergesst nicht, Leute, wenn ihr so ein Spiel spielt, man kann es immer nur einmal zum ersten Mal spielen.
Deswegen nehmt euch Zeit, genießt es einfach. Habt eine schöne Zeit. So. Ah ja, schön. Kann ich hier ranzoomen? Ja, geht. Da unten sind wir. Ich sag jetzt einfach mal südlich des Äquators. Ah. Ach so. Kann ich noch weiter raus? Nee, erstmal nicht. Aha, okay. Schön gemacht. Ich kenne ein anderes Spiel, das wäre eine schöne Sternkarte dafür. Ich meine jetzt nicht Star Citizen, ich meine Elite Dangerous. Oberflächenkarte. Das war das von gerade. Mich zeigen, das ist das. Landeziel festlegen. Ja, geht noch nicht, natürlich. So, ah ja, okay, guck mal, jetzt kommen wir raus. Das sind die anderen. Nira. Ja, können wir später mal machen, ne? Und so die Sachen angucken. Okay, das ist also die Karte. Okay, das ist noch die Galaxiekarte mit den anderen Sternsystemen. Rechts oben haben wir die Skills. Da können wir mal reinschauen. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Aha, schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Kampf, ja, was haben wir denn? Physisch, Sozial, Kampf, Forschung, Technologie. Okay, da muss ich alles mal irgendwie, wenn es soweit ist. Da, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. So, Inventar, neue Items, ja. Anzug, Tiefminen, Wert 3.500, kann ich den, jetzt ist er angelegt, ne? Da ist links oben so ein Dreieck dran, okay, Beryllium, okay, ich guck mal rechts oben bei dem Anzug, was steht denn da so, physisch 69, hält das ab, Energie 37, Resistenz sind das mit Sicherheit und EM elektromagnetisch. Dann gibt es noch Thermal 10, Luftbasiert 30, Korrosiv und Strahlung 20. Das sind höchstwahrscheinlich Werte für Planetenoberflächen und deren Resistenzen. Also die wir dann haben. Und das drüber ist für eingehenden Schaden, den wir bekommen. Okay. So, da unten sortieren. Sortieren nach Name, untersuchen. Ach so. Ach, guck mal. Oh, hier. Stark. So, was haben wir da noch? Mit Ausrüstung vergleichen. Na gut, den haben wir angelegt. Okay, das ist eine Top-Funktion. Also, das ist mit seit 30 Jahren zockig. Fast. Die beste Idee, die irgendwann mal irgendjemand hatte. Einfach Ausrüstung vergleichen. Das ist so super. Sehr schön. So, was haben wir noch? Gab es hier noch was? Anzug in Siedlungen verbergen. Ach, geil. Ach ja, nicht schlecht, ja. Ach, guck mal, wie da alles wackelt, wenn man da dran dreht. So, Beryllium. Das finde ich immer schön, wenn man das sich nochmal angucken kann. Hier kann man in alle Richtungen drehen. Selten organische Ressource. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Okay. Masse 0,5, Wert 12. Links unten sehen wir unsere Credits 0, Masse 27 von 135. Das ist vermutlich eine Sache, die, wenn das irgendwie möglich ist, vermutlich bei den Skills, dass wir die Masse, mit die wir rumschleppen können, erhöhen möchte. Je nachdem, wie sehr uns die Gegner zusetzen, auf was wir dann unsere Prioritäten legen. So, dass der Cutter, den haben wir uns vorhin schon mal angeschaut. Der Helm. Hm. Da ist ein Ausrufezeichen jeweils dran, da weiß ich nicht, warum. Ist vielleicht nur geliehenes Zeug oder so. Ach ja, Medipack. Oh, okay. Das ist mal eine andere Idee. Neurodyne. Naja, das ist die Arbeitskleidung. Das ist nochmal so ein Extraktor. Das ist das Protokoll, was wir mitgenommen haben. Immerhin wiegt es nichts, oder? Ne, wiegt nichts. Das wäre es ja noch. Ich glaube, auch Munition soll nichts wiegen.
Tunnel Mining Rucksack. Okay, das war's. Das sind so die Items. Achso, die neuen Items, die wir haben. Ist natürlich nochmal hier im Vor- und im Vormenü untergliedert. Ah ja. Ey, wie gut das auch aussieht. Bin wirklich begeistert gerade. Sehr schön. Okay. Links unten ist noch nichts. Gut, doch, wenn ich dahin gehe, dann komme ich zu den Quests. Okay, schön. Status Y. Ach, guck mal hier. Status Effekte. Kann ich nicht auswählen. Zeigt auch nichts an. Charakter, physisch. Aha. Schadensresistenzen. Ah ja, da oben steht es auch. Guck mal. Da Entdecker und die Merkmale, die wir gewählt haben. Allgemein entdeckte Orte 00000. Gelesene Daten Slates 1. Erkundung. Ja. Ja, sehr schön. Ah, Statistiken gefallen mir immer sehr, sehr gut. Herstellung, Verbrechen. Okay. Achso, und links oben haben wir gesehen, Level 1, 40 von 200 Erfahrungspunkten. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch mal, tut mir leid, es dauert lange, aber auch mal das Menü durch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Boah, Helmpflicht. Habe ich auch meinen Helm auf? Kann ich mal kurz gucken? Nee, noch nicht. Anzug, Helm und Rucksack tragen. Ja, machen wir. Machen wir. Gar kein Problem. Ich habe doch gelernt, wie es funktioniert. Guck mal, da Status. Achtung, Anzug versagt. Rüste sofort einen Anzug, Helm und Rucksack aus. Ja, machen wir. Genau. So. Das dachte ich mir noch, dass wir das brauchen. Anzug, der ist ja an. Rucksack ist an. Helm ist an. Da hatte ich ja vorhin schon mal kurz angelegt, aber ich dachte mir, komm, lass das Tutorial machen. So, Gesundheit ist ein bisschen gesunken. Unsere Gesundheit. Oh, schön. Oh, herrlich. Oh. So kalte, frische Luft in meinem Anzug. Da ist es. Oh, der Sound. Ehrlich? In der Discovery-Klasse? Das Schiff ist älter als der Mond. Na los. Okay, fantastisch. Wow. Also, was die Schubdüsen da rausgeballert haben. Wahnsinn. Sehr, sehr gut gefallen gerade. Großer Fan von sowas. Medipack, das nehme ich mal mit, wa? Auch hier. Eon-Pistole? Ich meine, da steht ja nicht da, dass ich es stehlen würde. Stand ja vorhin auch nicht da. Ich nehme es jetzt mal mit, ne? So eine Waffe ist schon nicht so verkehrt. Guten Tag. War ein guter Auftrag. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Kann ich den... Ah, schade, man kann den Eimer nicht nehmen. Aber gut, ich kann den auch gerade nicht über den Kopf ziehen. So. Das ging ja in Skyrim und Co. War das ja sehr schön. Schon toll gemacht. Ey, wie gesagt, ich will jetzt da nicht weiter rennen und ich möchte erstmal kurz gucken. Also ein bisschen nukleares Zeug. Ja, du auch, ne? Ist Rauchen verboten. Mit Helm sowieso ein bisschen schwierig, aber... Wert 90. Schlagschrauber? Reaktives Messgerät. Sieht aus wie so ein Ventilgerät. Keine Ahnung. Kann ich das mitnehmen? Ne. Kann ich da drauf schießen? Was ist das denn? Aha. Oh, die Musik ist auch toll. Das da oben ist eine geile Kanone, oder was? Okay. Ich denke mal, irgendwo liegt vielleicht schon mal irgendwas rum, was man mal mitnehmen kann, aber ich glaube jetzt wirklich hier am Anfang... Bis auf die beiden Sachen, die wir da unten gerade mal eingesammelt haben, gibt es da noch nicht so viel. Ah ja,
Okay, Rennen macht keinen schlechten. Springen fühlt sich ganz gut an. Zumindest hier mit dem Gamepad. Bin beschäftigt, ja? Bestimmt so ein Ding, was später mal für Speedruns mega wichtig wird. Ich sehe schon kommen. Drahtspule. Notizblock. Stift. Alles da. Kann man den einmal? Nee, geht auch nicht. Krimpzange. Kein Interesse. Egal was. Ja. Na dann. Also die beiden waren jetzt gerade nicht so begeistert von unserem Raumschiff hier. Barrett? Lynn! Ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Ja, ich bin immer auf dem Trip, wenn ich auf Arbeit bin. Denkst du denn? Ohne Trip gehe ich da nicht in so eine Mine. Okay, enttäuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber die seltsamen Seiten des Alls sind nicht für jeden was. Das verstehe ich. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Crimson Fleet. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Okay, müssen wir jetzt... Ich bin mal auf Maus und Tastatur gewechselt. Man sieht... So, warte mal. Halt. Tab. So, dann muss ich doch bestimmt erstmal... Kann man die in die... Hier, Favorit B? Ah ja. Ah ja, direkt auf 1. Ah, sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr wir auf den Sack bekommen auf dem Schwierigkeitsgrad. Achso, deswegen lag das Zeug hier rum. Huch, hey Großer, na? Ich mache so gar keinen Schaden. Mein Kopf. Oh Gott. Ich hätte gerne eine geile Laserwaffe. Ich weiß nicht, ob man... Oh, der war gut. Das war ein Kopfschuss, glaube ich. Yes. Okay. Ich lade mal nach. Okay, ich habe kein Radar. Ich weiß echt nicht, wer Gegner, wer ist Freund. Kämpfen die mit ihren Cuttern oder was? Mein Kopf. Oh Gott. Meine Augen. Das wird schon. Okay, nice. Lad nach. Oh, der war gut. Hat mich gerade einer erwischt. Die Empfindlichkeit. Okay, ich weiß nicht, was ein Ripshank ist.
Oh, Credits. Huch, noch mehr. Die Empfindlichkeit für mich ein bisschen runterschrauben, auch mit Maus und Tastatur ist es mir ein kleines bisschen zu. Du hast wenig Gesundheit, drücke 0 oder O, keine Ahnung. Ah ja, 0, okay. Das ist das hier, okay, ja, gut, okay. Nur kurze Heilung. Warte mal, ich komme mal rüber. Ich weiß nicht, was ein Ripshank ist. Vielleicht ist es was zum Heilen? Wir können ja mal kurz nachschauen. Hilfe. Nee. Ach, das ist ein Messer. Ach, guck mal. Das wiegt nicht viel, bringt aber ein bisschen Geld. Na gut. Ah, schön. So, warte, ich komme mal rüber. Kann ich da durchschießen? Oh, mega gut. Vorsicht da hinten, ich bin's hier von. Ja, man muss erstmal gucken. Ich dachte, die zerlegen mich komplett, wenn die mich ein, zwei Mal treffen, aber es geht eigentlich. Nice, okay. Cool. Ja, nö, ging. War okay. Maelstrom. Nehmen wir mit. Ach, das sind die. Ah, geil. Das sind die anderen Waffen. Oh, es geht schon los mit dem Looten. Mein Gott, war noch gar nicht richtig drauf eingestellt. Ja. Das Ding bringt wie viel? 475, wiegt aber 4. Nee, das lasse ich hier. Oh, ein Medipack. Rettungsaxt. Sehen wie Lin einfach. Warst du bei dem Kampf dabei? Du weißt aber, dass es keinen Heldenbonus gibt, oder? Ob ich dabei war? Ich bin doch gerade hier vor 5 Minuten rumgerannt. Hast du nicht gesehen, wa? Moment. Weiß ich nicht, nehm's mal 10% zurück. Einmal das. Und dann auch fürs Schießen. Ja, vielleicht für den einen oder anderen zu wenig, aber okay. Nee, passt für mich. So, Waffe erstmal weg. Ach ja, stimmt, wir haben eine neue Waffe bekommen. Moment. Die hier. Ich pack die mal auf 1. Rüste die auch mal aus. Und die packe ich mal auf 2. Geil, pack mal die Kiste aus hier. Boah, stark. Ah, sehr schön. So, weiter geht's. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Ist so dein Ding, Barrett, ne? Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Ja. Wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Runter von diesem verdammten Mond. Nichts lieber als das. Warte mal, ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Was ist die Constellation überhaupt? Na gut, wir fragen mal. Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Nee, nie. Da sind wir. Da fliegen wir hin. Okay, wir wollen natürlich auch wissen, was das Artefakt ist. Ja, möchte ich. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt gerade auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ah, ich weiß, aber er ist kein meiner mehr, Lin.
Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, das hier. Auf dich wartet Größeres. Ja. Ach so, ich dachte, sie ist böse. Ja, danke für alles. Hey, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Echt, in der Zukunft gibt's immer noch Zeit? Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Drücke B, wenn du ein Gespräch beenden willst. Warum schickst du mich? Solltest nicht eigentlich du gehen? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Mithylin, Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Naja, okay. Die sind ihm sehr offen gegenübergestellt. Lin vielleicht nicht so, ne? Aber er wusste ja sofort Bescheid. Aha. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Was genau haben wir da ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Ja, die Synchronität, ne, zwischen dem, was gesprochen wird, und der Lippen der Leute ist jetzt nicht so fantastisch. Warum war die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute, wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Okay. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Ja, klar. Werde ich machen. Wir leben noch. Ach, das hat Hella gesagt. Ich dachte gerade, Vasco sagt, ich muss kotzen. Ich denke, was soll er denn rauswürgen? Öl. Ja, Vasco gefällt mir schon mal. Die Rampe hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Okay. Oh, guckt euch das Teil an, ey. Wahnsinn. Gibt's eigentlich... Achso, das war das wieder. Ja. Ein Shortcut für Fotomodus. Manchmal war das so, beide Trigger reindrücken, aber das ist hier nicht der Fall. Das ist ein echt schönes Schiff. Ich fand das in den Trailern, in den gezeigten Szenen vorher schon immer ganz toll. Bin wirklich großer Fan von dem Teil. Wahnsinn. Will ich mal ein Bildchen machen. Unser erstes Mal Raumschiff. Auch wie der Rauch hier so rauskommt und so, ne? Ja, schon echt cool gemacht. Na komm, wir gehen mal rein. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Ah, die Frontier. Ja, freut mich. Frontier, Reik, Frontier, Vasco, Frontier. Ne, ihr kennt euch ja schon. Oh, Antibiotikum. Ja, das nehme ich gern. Transfer macht was? Ach so, dann kann ich so nochmal drauf zugreifen. Okay. Oh, ich freue mich schon, wenn wir später mal eigene Schiffe bauen. Ha, das wird eine Aktion. Captain,
Ja? Ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Alles klar, ja, Radfahren wurde uns leider nicht mehr beigebracht hier im Spiel. Müssen wir, klären wir später mal mit unseren Eltern, wenn wir die mal besuchen. Und nachdem wir wahrscheinlich schon tausende Prozent insgesamt an Geld abgedrückt haben. Ja! Nein! Oh! Kann ich jetzt den Fotomodus? Yes! Oh, stark! Ach so, ging doch nicht. Ach, schade. Na, hallo auch, ihr lustigen Piraten. Habt ihr es also endlich geschafft? Mein Schiff geentert, meinen Bot geschrottet und mir die schönen braunen Augen aus dem Engelsgesicht gerissen. Und dann habt ihr gemerkt, der Typ, den ihr für einen Schatzjäger gehalten habt, hat gar keinen Schatz. Nicht mehr. Kann schon sein, dass ich ein, zwei Wertgegenstände hatte, als ich euch Losern bei Komasi entwischt bin. Aber ich musste tanken. Ihr kriegt also rein gar nichts. Nur meinen Geist. Ich werde euch nämlich bis ans Ende eurer Tage heimsuchen. Wie lange dauert das bei einem Crimson Fleet Piraten etwa? Eine Woche? Ah, schön. Er hat schon mal vorgesorgt, falls er irgendwann mal drauf geht. Wissen die gleich Bescheid, was den erwartet. Klopapier? Seifenspender? Ja, wie gesagt, das lasse ich alles hängen und stehen und ist ja wie in Skyrim auch oder Fallout. Kannst ja wirklich alles gefühlt mitnehmen. Aber da ist auch immer so viel Müll dabei, was einem dann einfach nur das Inventar zukleistert. Wie Fahrradfahren, hat er gesagt, ja. Ich drück mal hier rum. Klick. Selbstzerstörung aktiviert. Oh. Ein, was? Ein Digi-Dietrich. Ich dachte gerade, das wäre ein Laserschwert. Ja, geil. Chunks Apfel. Regeneriert 4 Gesundheit. Regeneriert 3 Gesundheit. Schokohappen. Ach ja, jetzt hat das wieder... Achso, ich dachte, ich kann das auch so vielleicht gleich irgendwie essen. Aber ich muss dafür ins Inventar und dann ist das bei Hilfe alles drin. Angebissenes Sandwich. Das sieht schon cool aus, ne? Also nicht meckern. Ah ja, Antibiotikum. Altbewährte Medikamente, die zur Behandlung von Leiden benutzt werden, ja. Heilt Infektion. Ja, esse ich tatsächlich auch gerade selber jeden Tag im echten Leben. Oh, hier Müsli. Ja, rein damit, ohne Milch. Oh. Chunks Apfel. Space Apfel. Okay. Unser erstes eigenes Raumschiff. Ach, wie schön. Die Navigationskonsole. Ach ja. Barrys persönliches Slate 1. Genau, das gerade aber nämlich die 2. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tänzeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Barrett gefällt mir schon mal, ne? Der zieht so ein Ding durch, ist mit seiner Frontier komplett zufrieden, freut sich einfach, dass er lebt, macht sein Ding, ja? Und die anderen sagen, oh, was kommt denn da für ein Schrotthaufen angeflogen? Was stimmt denn nicht mit diesem Barrett? Hat er immer noch seit 80 Jahren, fliegt er jetzt dieses scheiß rostige Teil? Nee, gefällt mir. Barrett ist ein guter. Und wir haben auch gerade was von der Sarah erfahren. Sie entscheidet, ist wahrscheinlich der Chef oder die Chefin von Barrett. So, hier Fallschirme, ne? Wenn es im Weltraum
Wenn es mal brenzlig wird, nimmst du dir so einen Fallschirm, springst dann aus dem Raumschiff. Klar, kennt man. Auch schon, wie es so ein bisschen nicht aufgeräumt ist. Hände waschen. Mondroboter. Ah, Käffchen hier. Brot. Ja, was ist das da? Gummikäfer. Hühnchen. Kaffeepackung. Oh, die nehmen wir mit. Wasserkrug. Kann ich dieses Teil irgendwie ziehen? Nee. Rahmen, Essenspack. Ha. Schleifer. Barrett, ist okay, wenn ich in deinem Bett penne, ja? Halt. Ein Würfel, ein Papierflieger, erdzeitiger Baseball. Nachtwäsche. Aktion verbrauchen, minus 5% O2. Ach ja, zum Ausrüsten halten. Ey, den nehme ich mal mit. Kästchen mit Erde. Oh, ein Medipack auf jeden Fall. 500 ist es wert. Constellation kaputt. Dann lassen wir es. Das ist ein Stück Meteorit oder irgendwas vielleicht da oben. Ach, mal hier. Persönliche Notiz 3. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop, mit Rhabarber. Vielleicht ein Müsli. Erwin hat immer super Studentenfutter gemacht. Mit kleinen Marshmallows als Sterne. Das vermisse ich. Ja, gute alte Klebeband. Ach hier, das ist ja geil. Ach Mensch, sein einziger Freund Vasco? Das finde ich süß. Da hat er so ein paar Aufkleber von den Fraktionen, die es im Spiel vielleicht gibt. Kopfbedeckung, Chunks. Ah ja, guck mal. Ah ja, ich lasse ihn mal hängen, finde ich ganz cool. So, wir hatten gerade, die können wir uns ja mal anschauen, die Nachtwäsche gefunden. Hier. Das ist die Nacht. Ja. Schon irre. Alleine die Details hier sind schon echt toll gemacht, ne? Forschungsstation. Da drücke ich mal ein bisschen dran rum. Schließe im Forschungslabor Projekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken. Und mit einem Forschungsprojekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich um von Planeten extrahierte Rohmineralien handeln, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen und Pflanzen oder um an der industriellen Werkbank hergestellte Komponenten. Ah ja. Pharmakologie, so rum. Leistungsboost. Argon Tetrafluorid Metabolicum. Ach, hier auch Waffen und so. Laufmods. Was? Alter, schon um Gottes Willen. Okay. Ach so. Okay. Ich dachte jetzt hier, Pharmakologie hat hier links nochmal einen kompletten Reiter, aber das sind die schon. Ah ja, okay. Projekt verfolgen und dann würde mir angezeigt werden, was ich verbrauche. Schwerelustdraht. Ist das dieses WLAN-Kabel, ja? Die Navigationskarte. Na dann, wollen wir abheben? Na. Was zu essen ist immer ganz gut. Okay.
Dann geht's jetzt hier los. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Verlassen. Ach so, da steigt er direkt aus dem Raumschiff aus. Aufstehen und abheben. Wir heben ab. Weltall. Yes. Da würde ich eigentlich gern mit Maus und Tastatur spielen. Nachdem wir nun im Mal gucken. Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Wähle mit links, rechts ein Schiffssystem. Mit oben, unten weist du ihm Energie zu. Ah ja, okay. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen, dann starte alle Systeme, auch den Graf-Antrieb. Okay, cool. Ja, gut, die Energieversorgung kenne ich aus Elite Dangerous. Antrieb, was weg. Schaden weg. Da ist direkt mehr Power hier auf dem Antrieb. Schild ist offline. Ach nee, Schild. Ja, ja. Ja, Schild kommt wieder, da rechts unten lädt sich's auf. Okay, da drunter ist die Anzeige der Hülle. Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht. Achso, damit beschleunige und bremse ich ab. Ah ja, okay. Einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen. Genau, da wo ich gerade mit dem runden Kreis hinzeige. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, Boost, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. So, haben wir. Nochmal? Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Hatte ich gerade schon mal gemacht. Da rechts geht dann was runter. Solange können wir boosten. Ja, schon deutlich schneller. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Ja. Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Da bin ich so froh, dass ich das alles aus Elite Dangerous kenne und genau weiß, was hier gerade Sache ist. Ich weiß noch, das erste Mal Elite Dangerous, kein Plan. Es hat ewig gedauert. Recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Fuck! Das ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und es setzt seine Waffen ein. Ja, das habe ich gesehen. Müssen ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Halte das Schiff in der Mitte des Hub. Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Nicht, was hier. Was? Achso. Well ist ballistische Kanone, ja. Ich erhöhe da mal. Ah ja, okay. Gut, also kann ich auch beide nehmen. Klopp den somit weg. Ciao. Ja, nee, das ist ganz cool gemacht, ja. Okay. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Achso, kann man dann direkt plündern. Das Problem ist für mich gerade ein bisschen, ich würde gern so
So ist drehen. Okay. Ich muss mal gucken. So ist rückwärts, so ist vor. Weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position. Oh Gott, da muss ich. Ah, ja, ja, okay, dann kümmere ich mich erstmal darum. Ach, da oben. Rakete ist Y, da sehe ich jetzt das. Okay. Dann ciao. So, wir gehen nochmal auf. Erstmal. So, noch eine schöne Rakete rein. Nice. Komm her. Bist du das, Barrett? Rück die Beute raus! Nee, Barrett ist gerade nicht da, warte mal. Oh, unser Schild ist offline. Oh, holy fuck, ich muss mal kurz weg. Gegnerische Schiff ist jetzt 2000 Meter entfernt. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, unser Schild kommt gleich wieder. Oh, der zerlegt mich gerade. Drücke R, um dein Schiff zu reparieren. Achso, okay. Der zerlegt mich gerade. Muss ich R gedrückt halten oder macht er das automatisch? Das ist schon ordentlich, also geht schon gut ab hier. Okay, jetzt repariert's, ja, sehr gut. Oder lädt sich der Schild erst wieder auf? Geht mal wieder auf ballistisch. So, ein bisschen hinterher. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen mit dem Gamepad, die Steuerung hier. Das Ausmaß der Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piraten. Ah, guck mal. 800 Credits. Okay, wir looten erstmal. Also, Kampf macht schon Bock, aber die Steuerung ist mit dem Gamepad. Ich finde die ganz gut umgesetzt. Aber man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Okay, Schiff ist jetzt repariert. So, wir holen uns mal den anderen Loot noch. Oh. Huch, Entschuldigung. Eisen, Iridium, nuklearer Brennstab. Ja, Schiffsteile. Okay, jetzt wird es ein bisschen warm durch den Brennstab. Was? Lithium und Psionenbatterie oder so ein Kram. Naja, kann ich jetzt anklicken mit A oder X oder was auch immer. Und jetzt reisen mit dem anderen X. Huh. Ja, Raumschiffkampf würde ich gerne mit Maus und Tastatur machen, aber da hat mir die Steuerung gerade gar nicht gefallen. Das muss ich mal so irgendwie. Erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt sich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Na, dann machen wir das direkt mal.
Basis. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Ja, ist für euch vielleicht ein bisschen anstrengend, dass ich jetzt erstmal... Oh. Immer wieder zwischen Maustastatur und Gamepad hin und her wechseln und gucken muss, wie es geht, aber ich habe so am liebsten, wenn ich beides nutzen kann, ist das echt optimal. So, wir hätten auch direkt verlassen können, will ich aber nicht. So. Ach, hier. Ha, die Stelle kennt man doch aus einem der ersten Videos, die mal so Ingame-Material gezeigt hatten. Kommst du mit, Vasco, oder? Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Mhm, warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Okay. Wer seid ihr, du und Barrett? Was ist die Constellation? Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten Sie sich der Constellation anschließen, wären Sie das 10. aktive Mitglied. Ah, so klein sind die nur. Ah ja, interessant. Warum vertraut mir Barrett sein Schiff an? Das würde mich auch mal interessieren. Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Ach, Barrett selber hatte schon so eine Erfahrung. Huh. Benötigen Sie Hilfe mit Ihren Gegenständen? Ja. Was? Vasco hat eine 3KV-Laserkartusche. Warte mal. So. Das ist jetzt mein Inventar, da könnte ich dem schon mal was geben. Ich habe ja hier viermal... Nee, hab ich die 4 mal mit? Die macht physischen Schaden 4. Ach, die macht 10. Hat aber eine deutlich höhere, ein dreifach so hohe Feuerrate und eine deutlich höhere Distanz. Naja, cool. Kann ich ihm... Habe ich 3 davon mit? Ja, ne? Ja. Wenn ich jetzt Dreieck... Nee, tauschen ist A. Dann hat er das jetzt erstmal, ne? Ich gebe dir mal so ein bisschen was. Hm. Von mir ist auch das Zeug. Was sind die Ressourcen? Was wiegt das so? 6 hat das hier, okay. Soll ich dem erstmal alles geben? Kaffee? Nee, Kaffee kriegt er nicht. Ach so. Munition wiegt nichts, Gott sei
Verdammt, wie waren wir? 156 und davon noch 17. Oha. Danke, Vasco. Und hau bitte nicht ab mit meinem Zeug. Wäre echt cool, wenn ich wiederkomme und das Raumschiff und du, ihr seid beide noch da. Würde mich echt freuen. Wäre echt ein klasse Zug von dir, wenn du mich jetzt nicht alleine lässt. In dieser Richtung. Ach, er kommt mit. Dachte gerade, er hat gesagt, er bleibt hier. Habe ich das missverstanden? Na dann. Ah, hey. Diesen Laser, den sollte ich mir vielleicht... Ach, guck mal hier. Ach, links unten. Das war noch für das Schiff. Oh, rein und rauszoomen in Inventar an Sachen ist auch eine ganz geile Sache. Schon immer. System wählen. Was? Viele Werte. Kümmern wir uns dann drum, wenn wir ein Schiff bauen können. So, ich wollte, wir hatten doch noch den Cutter. Den wollte ich noch als Favorit, packe ich mir jetzt einfach mal auf die 3. So. Und es muss doch eine Taste geben. So ein Scanner oder sowas haben wir noch nicht, ne? Mit der ich auch mit Maus und Tastatur zumindest langsam laufen kann. Sieht aus wie so ein Trilobit. Ist P vielleicht Fotomodus? Ne, P ist, P steht für Skillpunkte. Moment. Was macht, ah ne, S, ja okay, das war dumm. Was macht S? Rückwärts laufen. I ist direkt Inventar, sehr schön. Haben sie B nochmal irgendwas gegeben für Back? Ist manchmal doppelt gemoppelt. So, L, ach ja, L ist fürs Logbuch, für die Quests. K, auch Inventar, J, U, Z, T, H, ah ja, H ist direkt Schiff, H für Schiff oder für Hangar vielleicht meinetwegen, keine Ahnung, G, ne, B, N, M für Karte, ah ja, okay. Vorsichtig, Captain. Ach. Alien-Kreaturen sind oft. Wir haben doch schon einen Scanner. Drücke F. Und LB ist das auf dem Gamepad. Okay. Das ist aber geil, wenn das angezeigt wird und ich benutze dann eines der anderen beiden, dann wird direkt nochmal für das andere Eingabegerät das angezeigt. Ist mega geil. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Aha. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Okay, ja schön. Über den Scanner hast du Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten. Oh Mann. Unberechenbar. Greifst du an, oder? Der Feind nähert sich. Na, wie mach ich den Scheiß gerne aus? Was war denn das? F? Wie war das? V oder so? V für Nahkampf, genau. Hyperkatalysator. Ich will direkt mal wissen, was das ist. Ach, hier, guck mal. Da haben wir direkt was Legendäres gefunden. Hier oben die 3 Punkte, das ist eine ganz seltene Geschichte. Das gibt es dann auch für Items, für Waffen und so weiter später. Ausgefallene organische Ressource. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Und Faser. Okay. Ein bisschen aus wie mein Ohr aktuell. Häufige organische Ressource kann zur Herstellung verwendet werden. Okay. Dann kann ich alles nehmen? Alles nehmen, ja. Sehr gut, okay, cool. Ja, weil ich kann es ja direkt ins Inventar nehmen, aber ich will ja auch oft wissen, was es ist. Und dann rufe ich lieber mal das Menü kurz auf und schaue mir das mal an. Okay, cool. Also F
ist der Scanner. Kann ich da, ach guck mal, ein bisschen rein, raus, zoomen geht. Ach, hier ist der Fotomodus versteckt. Ach, geil. Ey, Vasco, guck mal hier. Was ist denn hier hoch und runter? Ja. Achso, ups, das sind Bilder. Ah, linke und rechte Maustaste geht hoch und runter. Okay. Ah, okay. Was haben wir noch für Funktionen? Oberflächenkarte ist G. Da haben wir das wieder. Zum Verlassen drücken, dann kommen wir direkt zurück. Und war da noch was? Nee. Ach, da wird mir auch angezeigt, wo ich hin muss. Ah, interessant. Bisschen wie bei Dead Space. Man muss mehrere davon scannen, ne? Weil da rechts steht 13% gescannt. Ah, ich muss wahrscheinlich dann einige Tierchen davon immer mal scannen. Ach, guck mal. Ach, Silber. Aha, ja, okay. Eisen, FE, ja, kenne ich. Analyse, da links 5 von 10. Das Problem, ich komme aus dem Scanner. Hallo? Der Cutter ist doch die 3. Achso, ich muss ihn vorholen, ja, okay. Texturen gefallen mir sehr gut, muss ich sagen, bisher. Gibt da noch mehr rum, oder? Achso, man kann auch mit Scanner, aber ich kann im Scanner selber die... Alter, der war das, okay. Die Waffen nicht wechseln, die muss ich vorher kurz ausschalten, dann geht's. Okay, interessant. Gut zu wissen. Wir haben jetzt nicht so unfassbar viel Munition, ne, Vasco? Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Blei bekommen. Warte mal, muss ich das mitnehmen oder? Nee. Das sind nur die Reste. Ich würde sagen, der hat es mir doch automatisch ins Inventar gepackt vorhin. Da ist noch ein Tier. Ach, ein Trilobit. Seht, da ist tatsächlich einer. Ort entdeckt. Ah ja. Okay. Straubwurzel. Ressourcen 4 von 8, Flora 0 von 3, Fauna 0 von 3. Also man muss die öfter scannen. Okay, cool. Ja. Ah ja, die sind nicht mehr blau, die habe ich schon. Okay, wenn ich rechte Maustaste, also anvisieren sozusagen, reindrücke mit dem Scanner, dann ja, springt sich auch direkt ein bisschen anders hier auf dem Planeten durch die geringere Anziehungskraft. Okay, schön umgesetzt, ja, gefällt mir. Huch, bin ich zu weit weg. Ich denke halt, da wird direkt geschossen, oder? Kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Oh Mann, okay. Ein bisschen verlassen aus, ne?
jetzt nicht, wie viel von dem Material man braucht, aber wir haben ja Vasco mit, der kann das ja alles schleppen, wenn das zu viel wird. So, ich mache den Scanner mal kurz auf. Oh, okay. Ich glaube, das war Vasco. So, jetzt zum Beispiel bleibe ich bei Maus und Tastatur. Wenn jetzt hier rumgeballert wird, mache ich das natürlich lieber. Okay, warte mal, ich muss da nochmal, sorry, nochmal kurz. Zielempfindlichkeit. Okay, ich brauche da keine so enorme hohe Zielgeschwindigkeit. Ich weiß, wir müssen da drüben rein, aber ich will mich ja ein bisschen umschauen. Ah ja, F gedrückt halten war Licht, genau. Drahtspule. Ne, den ganzen kleinen Scheiß, wie gesagt, den lasse ich hier. Das, damit fange ich gar nicht erst an. Wenn ich natürlich später nachher irgendwie 100 Drahtspulen brauche, gut, dann stehe ich da, das ist dann mein Problem. Dann müssen wir nochmal los, das Zeug besorgen. So, möchte ich direkt mal was probieren. Ne, wir haben nur wenig Schuss. Ich wollte mal gucken. Warte mal. Ah ja. Okay, cool. Also einen Boost haben wir noch nicht mit unserem Jetpack. Hier noch irgendwas? Nö. Na, komm mal mit, Vasco. Wir gehen mal da rein. Ich mach uns mal Licht an. Was macht der Schalt? Ach so. Ach, das ist die Türöffnung. Vasco, bist du schon drin? Ach, hier ist er ja. Entschuldigung. Ich erkenne dich manchmal gar nicht. Flasche, medizinische Proben. Ne, die lassen wir lieber mal hier. Ah, Medipack. Sehr gut. Kann ich das Medipack? Manchmal hast du so für Heilungssachen eigene Tasten. Also nicht nur die hier. Sondern dass ich auch sagen kann, ich nehme irgendwie H als Medipack oder sowas. Ach nee, H wäre ja das hier. Naja, gut. Das werden wir sehen. Das kriegen wir schon hin. Na? Okay, ja. Spiel pausiert tatsächlich, wenn ich... Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Wie ist denn das, wenn ich hier den Scanner auspacke? Sieben Millimeter Munition. Perfekt. Es waren zwar nur wenige, aber vielleicht ist es auch dem Schwierigkeitsgrad geschuldet, dass man allgemein weniger Munition erstmal hat. Ja, irgendwann gibt es immer so einen Cut. Da hat man dann von allem eh zu viel. Notizbuch, das kann ich noch nehmen. Da steht vermutlich nichts drin. Was ist das? Tierproteinmischung von Butcher's Best aus Syntamid, dem ersten synthetischen Fleischprodukt der besiedelten Systeme. Okay, rote Fässer merken, wenn hier Gegner nachher rumspazieren, dann können wir die direkt... Was zum... Ich will dich scannen. Habe ich es gescannt, ja, ne?
damit eigentlich auch Schaden verursachen? Ach, tatsächlich. Ah, okay, das war das. Okay, interessant. Alter, hat direkt gut Schaden gemacht tatsächlich. Ah, nee, warte mal, ich muss mich mal dran gewöhnen. Das ist halt echt nur wenig Gesundheit, ne? Oder heilt das über Zeit Gesundheit? Nee. Nee, tatsächlich nur einmalig 2 oder 4 Gesundheit. Wow. Und so ein Medipack halt. Wie viel heilt das? 30. 10 Sekunden lang pro Sekunde 3. Ach so. Haben wir 9 Stück. Na gut, ich... Ah ja, okay. Dann nehme ich da direkt mal eins. Okay, gut, mit dem Cutter ja, kann ich tatsächlich auch den Gegnern erstmal Schaden zufügen. Muss ich erstmal gar nicht so zwingend... Da ist das Nest von dem Vieh. Toxin. Häufige organische Ressource wird zur Herstellung verwendet. Nicht, dass hier noch irgendwo so ein Tier rauskommt. Aber es war ganz cool. Hat mir gut gefallen gerade. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ketten brechen. Sind das Bücher? Ach, tatsächlich. Okay, guck mal. Kettenbrechen. Ein Auszug aus Lubov Songs Roman Kettenbrechen. Über eine alternative Realität, in der Mars Rover zu Bewusstsein und Autonomie gelangten, sich vervielfältigten und den Mars kolonialisierten, bevor die Menschen es konnten. Okay. Larisa lächelte einfach nur. Die Maschine blinkte weiter und gab leise Töne von sich, während ihre Servos unschlüssig wirbelten. Doch Maschinenkommunikation war Larisas Stärke. Sie betätigte die Knöpfe an ihrer universellen Kommeinheit und die LEDs blinkten rasch als Antwort auf ihre Eingaben. Keine Sorge, signalisierte sie durch das Gerät. Ich tue dir nichts, aber wenn wir aus dieser Höhle heraus wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Larisa hätte nicht erwartet, dass ihr Tag so verlaufen würde. Gefangen in einer alten Mine unter der Marsoberfläche mit einem verängstigten und womöglich gefährlichen Wartungsroboter. Durch ihre Spionageausbildung war sie jedoch auf ähnliche Situationen vorbereitet. Die Maschine klickte und piepte als Antwort, ich vertraue dir. Es war keine direkte Übersetzung. So präzise die Binärsprache der Maschinen war, gab es doch viel Platz für Fehlinterpretation. Die Bedeutung traf es jedoch gut genug, der Roboter wirkte friedlich. Seine leuchtende Blende erweiterte sich, um mehr Licht einzulassen und alle Informationen über sie aufzunehmen, die er erlangen konnte. Dann fuhr er eine seiner vielen Klammern in ihre Richtung aus. Sie griff zu und mit einem sanften Ruck zog sie den kleinen Roboter aus dem Schutt hervor. Na bitte, so ist es schon viel besser, oder? Sie gab die Frage in ihre Kommeinheit ein. Wenn du mich jetzt aus diesem Tunnel führen könntest, kann ich von meinem Schiff aus Verstärkung für einen Kampf, für den Kampf an deiner Maschinenkameraden, was? Moment, nochmal. Kann ich von meinem Schiff aus Verstärkung für den Kampf deiner Maschinenkameraden gegen ihre Unterdrücker anfordern? Der Roboter schien zu verstehen zu nicken. Er begann, den Felsentunnel hinunterzufahren. Ab und zu hielt er an, damit Larisa aufholen konnte. Ah, okay. Ordner? Da ist nichts drin. Ja, toll. Dann seht ihr das nicht mehr. Er kniet. Okay. Kann ich diesen Scheißordner gleich mal raushauen? Ja. Okay, Notizblock ist Notizblock. Gut, wollte ich jetzt wissen, weil da hinten auch noch einer rumlag, sonst hätte ich den mal noch geholt. Ah ja, ich muss dann I drücken, dann komme ich direkt wieder komplett raus. Okay. So, Vasco, komm mal mit, wir gehen mal da oben hin. Mit Erde. Mein Leben Chunk um Chunk. Ich war noch sehr jung, erst 7 Jahre alt, als mir bewusst wurde, dass Menschen Tiere sind. Kluge Tiere, klar, aber trotzdem Tiere. Wenn man uns Essen gibt, essen wir. Wir wollen, dass es gut schmeckt und wir wollen, dass es uns satt macht. Diese beiden Dinge sind am wichtigsten.
Manche Leute wollen natürlich noch, dass ihr Essen total gesund ist, wie es die Experten nennen. Und andere wollen, dass es schön aussieht, aber die meisten wollen sich einfach nur was reinstopfen. Da erblickte das Konzept der Chunks das Licht der Welt. So beginnt die 120-seitige Autobiografie von Fred Blombard, dem Gründer des Nahrungsmittel-Franchises Chunk. Cool. Ja, davon haben wir schon immer mal ein bisschen was erfahren. Auch Barrett ist da großer, großer Freund von. Eine Sukkulente steht da wiederum. Das ist ganz cool, ne? Auch die Geschichten, die dann in diesen Notizblöcken und Zetteln erzählt werden. Oh ja, nice. 7mm Munition. Ich glaube, eine Kugel war das nur, oder? Eine Flasche mit Genprobe. Ist das Zeug, was man braucht? Da steht nichts da, deswegen lasse ich das mal wieder vergessen, richtig aus dem Menü rauszugehen. Lasse ich es mal hier. Oh. Quetstick. Ah, das Geld. Geil. Okay, schöne Tasse. Medipack. Schnell speichern ist mein Freund. Ich hätte gedacht, hier sind schon mehr Gegner. Aber die soll ja verlassen sein. Aber man weiß ja trotzdem nicht, ne? Kann ja trotzdem alles... Ah, guck mal hier. Argon. Das brauchst du nicht mehr, das nehme ich mal mit. Mal wieder so ein Notizbuch, wo nichts drinsteht. Okay, raus damit. Ah, schon wieder. Geschichte der Xenobiologie. Die ersten paar Kapitel von Lars Nielsen Arbeit scheinen sich hauptsächlich auf die Verdauungssysteme außerirdischer Herbivore zu konzentrieren. Herbivore müssten Pflanzenfresser sein, ne? Die Sektion von Dr. Loudrey, jüngsten Fund, ergab, dass es sich bei der Kreatur um eine Weiterentwicklung des mikroskopisch kleinen hydrothermalen Wurms handelte. Genau wie es Dr. Loudrey, ich kann kein Französisch, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, aufgrund der äußeren Erscheinung der Kreatur bereits vermutet hatte. Doch ihre Forschung deutet auch auf eine Spezies hin, die sich in verschiedenen Phasen weiterentwickelt hat und dabei womöglich beträchtlich an Größe zulegen konnte. Es bleibt also die Frage, welche Version der Kreatur hat Dr. Loudrey seziert und welche maximale Größe könnte sie noch erreichen? Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit Nielsens Faszination für die Prädatoren einer namenlosen Welt. Okay. Lösungsmittel dreimal. Das braucht man, ne? Wird zur Herstellung verwendet. Ja, sehr gut. Müssen wir erstmal gucken, wo kann man denn überall reinschauen, wo kann man denn überall was mitnehmen? Polytextil wiegt relativ viel, wird aber auch zur Herstellung verwendet. Nehmen wir mal mit. Weiß immer nicht, was manchmal schon Kisten sind, wo ich irgendwie reingucken kann. Oder halt nicht. Aber wenn ich schneller laufe, dann merkt er auch an der Kamerabewegung, ist dann wieder mit Maus und Tastatur. Weil ich halt denke, dass hier jeden Moment irgendwie was vom Zaun bricht und ich schießen muss. Oh! Höre ich Leute reden. Oh, nice. Oh, was war AMP? Was hat es mit dem AMP auf sich? 35% Bewegungstempo für 2 Minuten plus 2-fache Sprunghöhe für 2 Minuten.
Würzige Würmer. Nehmen wir mal mit. Bestimmt lecker. Bier. Plus 40% Schaden ist resistent für 3 Minuten. Okay. Da hat gerade einer gefragt, was. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Ja, das, danke Vasco, den Eindruck habe ich auch. Okay, ey, alter Schwede. Der macht ja mega geilen Schaden. Wusste ich gar nicht. Dachte am Anfang, der ist nur zum Abbauen. Von unser Tod scheint Mineralien. Für Sie höhere Priorität zu haben als ihr Überleben. Versuch das nochmal! Okay, ja, toll, wenn ich das vorhin gewusst hätte am Anfang. Jetzt weiß ich's. Gut gemacht, Vasco. Starkes Stück. Vielleicht kann man den ja später auch noch verbessern oder so. Nicht, dass du verbesserungswürdig wärst, Vasco. Ne? Nicht in falschen Kolben kriegen. Na, genau das falsche Stück gesucht. Verkaufsautomat. 75 Credits. Machen wir mal. Was kommt denn da raus? Rhubarb hinzugefügt. Das war so ein Chunk-Ding, oder? Drink your dreams. Okay. Ne, was zu trinken. Synapse Alpha. Ach. Forschungsprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten. Aha. Die Kraken. Nehmen wir alles mit. Die nehmen wir auch nochmal mit. Munition sowieso gern gesehen. Ja, so eine Sache. Da muss man sich wirklich erstmal an die ganzen Items gewöhnen, ne? Was man alles so mitnehmen kann. Und irgendwann erkennt man das schon aus der Entfernung, was besser ist. Die Pickwicker. Die Pickwickier. Die posthumanen Papiere des Pickwick Clubs, Kapitel 1. Die Pickwickier. Der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhellt und das Dunkel, das die frühen Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick zu umhüllen scheint, in gleißenden Glanz verwandelt, ging von der sorgfältigen Durchsicht der folgenden Einträge in den Sitzungsberichten des Pickwick Clubs aus, die der Verleger besagter Papiere der Leserschaft mit größtem Vergnügen präsentiert, als Beweis für die akribische Aufmerksamkeit, die rigorose Gewissenhaftigkeit und das scharfe Urteilsvermögen, mit denen er die Fülle verschiedenster Dokumente studiert hat. Das Erstlingswerk von Charles Dickens handelt von einem Mann, der eine Gesellschaft gründet, die das menschliche Leben durch das Reisen zu erforschen sucht. Der große Erfolg des Romans machte Dickens schlagartig berühmt und zu einer festen literarischen Größe. Ach, das sind sogar Dinge aus der Realität hier drin, ne? Interessant. Wieder mal keine Spiegel, die funktionieren. So, was hier los? Antibiotikum nehmen wir mit. Ah, Gott sei Dank, die Toilettenrollen, die Toilettenpapierrollen, die hängen richtig rum. Bin ich schon mal begeistert. So. Halt. Thermos. Schreibtisch-Sandgarten. Alter. Oh Mann, Egmund. Das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Okay. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Sehr schön. Und noch einmal. Schrotflintenmunition. Nochmal ein paar Würmer mitgenommen. Im Bett kann ich schlafen? Ja, ne? Ah ja, okay. Und er holt sich dann meine Lebensenergie. Sehr gut, cool. Kartendeck. Kann man die irgendwie... Ich nehme jetzt mal eins mit.
UC Battle Meal. Standardfeldration. Oh, sehr schön. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Okay. So viel Zeug, ey. Man muss echt mal gucken. Oh, was ist das? Standmixerfuß. Chunk Schoko. Okay. Alienkäfer, Briefbeschwerer, ein Ordner. Notizbücher. Okay. Starlocked, Familienbrettspiel. Kugelstoßpendel. Ach, nochmal so ein Battlemeal. Sehr gut. Okay, die gefallen mir. Ich glaube, die sind gar nicht so verkehrt, wenn ich die mitnehme. Maßband? Verbände? Halt Prellungen, Platzwunden und Stichwunden. Das nehmen wir doch mal. Oh, mal mit. Grendel. Gewehr. Feuerrate 170. Munition. Noch eine Ehrenpistole. Ey, cool. Wie viel Platz haben wir denn noch im Inventar? 57 von 135 erst. Okay. Da sind wir relativ sparsam, weil wir halt nicht jeden Scheiß mitnehmen. Nochmal was zum Heilen. Sehr gut, sehr gut. Heilkram ist, denke ich, für uns gar nicht so schlecht. Dachte vorhin halt, okay, so wie wir eine Waffe haben, die ist so viel besser als dieses Mining-Teil hier, aber es macht echt guten Schaden aktuell noch. Oh, 7mm Munition. Achso, das war nur eine Hülle. Moment. Schon wieder. So. Die leeren Verpackungen brauche ich nicht. Aber die kleinen Dinger, die kann ich mir unterwegs immer mal reinpfeifen. Schaden durch Feind erlitten. Alter, nee, du bist mir im Weg gerannt. Vorsicht, Vasco. Ich kann ihn leider nicht treffen von hier unten. Ich ziele auf ihren Schwerpunkt. Komme ich denn da hoch? Da drüben? Oh, Level 2. Und wir haben unseren ersten Skillpunkt bekommen. Erdebrau dunkel. Nehmen wir mit. Oh, guck mal. Ein Helm. Bekleidung. Schön. Waffenkoffer. Solstice, keine Ahnung. Im Kampf ruft Barrett oft Peng, Peng, Peng. Ich weiß nicht warum. Der Feind hat unser Blickfeld verlassen. Barrett ruft oft Peng, Peng, Peng. Okay, schöne Anekdoten. So, was haben wir denn hier? So sieht der Desktop der Zukunft aus. Windows 32. So. Projekt Pet Shop. Hayden Wynn, leitender Xenobiologe, Creed Forschungsanlage. Projekt Logbuch, 11. Februar 2307. Als die Belegschaft und ich heute Morgen eintrafen, war die Anlage komplett betriebsbereit. Kein Wunder, schließlich haben die United Colonies keine Kosten gespart. Ist das alles aufregend? Die volle Unterstützung hinter sich zu wissen, ist wahrhaft beflügelnd. Zugegeben, ich war etwas überrascht, dass das Labor im Bereich der Freestar Collective liegt. Ein streng bewachtes Geheimnis. Doch wenn die Arbeit es verlangt, die Xeno-Kriegsführung ist der nächste Schritt in der Evolution der bewaffneten Bodenkonflikte. Das ist uns genauso bewusst wie dem Freestar Collective. Im Grunde ist es wieder so wie im Jahr 1942. Da können die sich noch dran erinnern, 400 Jahre später. Wir sind wie ein zweites Manhattan Project und wollen der anderen Seite zuvorkommen. Ah, okay. Gut. Darum ging's. In diesem Sinne darf ich voller Freude verkünden. Phase 1 von Projekt Pet Shop hat begonnen. Ah.
Anthropoden. Die Anthropoden sind einfach unglaublich ruhig, umgänglich und so geradezu bereit, die NSIs anzunehmen. Bislang geschieht die Synchronisation nahezu augenblicklich und wir können sie bis zu 95-97% kontrollieren. Die Überlebenstests haben sie ebenfalls alle bestanden, ob heiß, kalt, bei geringem oder gar keinem Sauerstoff. Diese Dinger könnten in jeder Umgebung eingesetzt werden. Und dazu sind sie im Verbund mit den Red Devils einsetzbar, die für eine verlängerte Ausbildung hier sind. Schließlich werden sie diese Kreaturen in den Kampf führen. Sie sollten also mit ihnen vertraut sein. Geschafft! Nach jahrelangen Tests mit zahlreichen fremden Spezies bin ich überglücklich zu berichten, dass wir endlich eine Spezies entdeckt haben, die als Fundament der Xenokriegsführung der United Colonies dienen wird. Die Anthropoden übertreffen all unsere Erwartungen. Es handelt sich um ein aggressives Rudel für jede Umgebung, das auf jeden Befehl hört. Ich habe sie unterwürfige Läufer genannt, doch wir nennen sie einfach Stalker. Jetzt ist es endlich an der Zeit, die Flasche Chateau Avignon 2170 zu öffnen. Die Red Devils. Der Fortschritt, den die Red Devils mit den Stalkern erzielen, ist einfach unglaublich. Jetzt verstehe ich, warum sie beim UC-Militär so angesehen sind. Kein unnötiger Bullshit wie bei einfachen Soldaten, das sind echte Profis. Nach einer weiteren Ausbildungswoche hier im Pet Shop sollten sie bereit für den ersten Einsatz sein. Mickelson meint, ich soll Colonel Kasarov fragen, woher seine Marines diese Spinne für die ersten Probeläufe hatten. Er wird seine gerechte Strafe bekommen, allerdings wäre es auch ein wirklich guter Test. Ja, schön, schön. Auch immer mehr Infos. Gefällt mir. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig, zu öde für euch. Ich krieg dich schon nach. Der Feind kommt bestimmt nicht zurück. Der Feind kommt bestimmt nicht zurück. Ja, das denke ich auch. Vasco, das ist eine super, super Auffassungsgabe. Echt jetzt, toll. Gefällt mir. Stark. Oh. Huch. Pff. Oh, ein Whisky. Da war doch noch einer, oder nicht? Huch. Okay. Okay, ich muss da näher ran, aber es geht schon. Eine Waffenkiste, oder? Waffenkoffer. Oh. Hallo, Equinox, alter Schwede. Distanz 50. 0 von 7 Mods. What? Stand da gerade 0 von 7 Mods in dieser Waffe? Okay, warte mal. Ja, hier rechts 0 von 7 Mods, alter Schwede. Okay, geil. Ey, die gefällt mir. Ich nehme die mal. Was war das? B für Favorit, natürlich. Pack den mal gegen diese kleine Handfeuerwaffe. Einfach mal testen. Mal so ein bisschen rumspielen. Oh, hier liegt noch einer. Credits? Boom Pop Rhabarber. Oder Rhubarb oder so, keine Ahnung. Ist vielleicht Rhabarber. Was ist das hier? Ach so. Da wachsen so kleine Pflänzchen. Aluminium, da nehme ich mit. Analgetikum, also einfach Schmerzmittel. Rare organische Ressource. Antimikrobiell. Aha. Kann alles zur Herstellung verwendet werden. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Das ist immer schön, dass das dran steht. Was dann auch dafür verwendet werden kann. Oder für die Herstellung von irgendwelchen Sachen halt benötigt wird. Heilpaste. Man macht eine Heilpaste. Doch, müsste eigentlich noch. Nee. Heilpaste.
Heilt Verbrennung und Erfrierung. Okay. Ja, oh, Mann. Wird gemacht. Hier kommt keiner durch. Okay, meine lieben Freunde, ich würde aber sagen, wir machen genau hier beim nächsten Mal weiter. Die nächste Folge kommt heute auch noch am Freitag. Und ich lade das erstmal hoch. Geht 2 Stündchen. Dauert ein bisschen, bis ich es hochgeschubst habe auf YouTube. Aber ist gerade eh mitten in der Nacht für mich. Von daher sollte es rechtzeitig irgendwann kommen im Laufe des Tages. Ich bedanke mich bei euch bis hierhin fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß selber beim Zocken. Schönes Wochenende. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.